Seit kurzem habe ich ein Abo der Brandnews Genussbox. Da sind jeden Monat spannende Lebensmittel drin, vor allem Spezialitäten aus kleinen Manufakturen. Mir hat die Box schon viel Freude gebracht. Die letzte habe ich mir jetzt einfach mal geschnappt und geschaut, was man daraus alles so backen kann. Herausgekommen sind zwei superschnelle Rezepte für leckere Tassenkuchen. Für einen Tassenkuchen braucht ihr ein Stückchen Butter, das ihr schmelzen lasst. Dazu kommen ein Ei, etwas Kokoszucker und ein Löffel vom Chai-Mix. Alles mit einer Gabel gut verquirlen und dann kommen natürlich noch ganz klassisch Mehl und Milch dazu. Mein Knuspertassenkuchen bekommt ein crunchiges Topping aus einem kleingeschnittenen Müsli-Riegel. Das Ganze muss für rund 1,5 Minuten in die Mikrowelle. Jetzt fehlt eigentlich nur noch etwas Schokodeko. Drauf damit und genießen. Das zweite Tassenkuchenrezept funktioniert ganz ähnlich, nur dass ihr neben der Butter auch weiße Schokolade schmelzt. Wieder ein Ei, Zucker, Mehl und Milch dazu. Ihr verrührt alles, stellt den Tassenkuchen in die Mikrowelle und verziert ihn am Schluss mit weißer Schokolade und schönem Riesenpopcorn. Schon ist der Tassenkuchen fertig. Unglaublich lecker. Das Rezept findet ihr wie immer auf unserem Blog.